Hier ist das SKB-Journal am Freitag, dem letzten Tag im Wonnemonat Mai. Am Samstag ist der internationale Kindertag und deshalb haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet für unser heutiges Programm. Freitag, meine Damen und Herren, ist wie immer ja auch Platz für die Frage der Woche und dafür haben wir uns extra Gäste eingeladen. Wen? Das erfahren Sie jetzt von Michel und Tino. Ja, danke Michael. Und zur Frage der Woche haben wir uns heute ganz großen Besuch eingeladen. Groß im Sinne der Anzahl. Denn wir haben uns zum bevorstehenden Kindertag ganz viele Kinder eingeladen. Aber könnt ihr mir und den Zuschauern denn erstmal sagen, wo ihr überhaupt herkommt? Aus Werdehafen. Ja, und da heute keine Schule ist, habt ihr gedacht, ihr macht heute einen Ausflug, oder? Mhm. Nein. Nein? Was denn dann? Heute ist Schule. Aber ihr macht einen Ausflug zum Kindertag. Naja, wir hätten heute eigentlich Neptunfest. Ja, aber das ist ausgefallen und deshalb fahren wir jetzt hierher. Es ist ausgefallen, weil es geregnet hat und weil wir hier drinnen sind, sind wir hierher gekommen. Gut, jetzt seid ihr heute hier im Fernsehsender. Was denkt ihr denn, was wir hier alles Tolles machen heute? Wir reden heute über Wetter und wir fragen Menschen. Richtig, wir wollen Wetter machen, wir wollen eine kleine Umfrage machen, aber erstmal wollt ihr doch erstmal gucken, wie wir Fernsehen machen, oder? Ja. Genau, deshalb gucken wir uns jetzt erstmal alle den Sender an, richtig? Wisst ihr denn eigentlich, wo der Kindertag herkommt, Lynn? Ja. Weißt du's? Weil ganz viele Kinder da geboren sind oder da die Geburtstag ganz viele sind? Ich glaube, wir lesen mal nach, oder? Der Kindertag wird weltweit begangen. Mit dem Tag soll auf Kinderrechte aufmerksam gemacht werden. Denn nicht überall geht es den Kindern gleich gut, wie bei uns hier in Deutschland. Den Kindertag feiert man seit fast 88 Jahren auf der ganzen Welt. Wir haben jetzt ein bisschen was gelernt über den Kindertag, richtig? Ja. Jetzt wollen wir mal die Leute draußen fragen, ob die das auch alle wissen, oder? Ja. Genau, also Jacke anziehen. Ab nach draußen und anstellen und durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissen Sie, welcher Tag morgen ist? Ja, morgen ist der internationale Kindertag. Morgen ist Kindertag. Eine kleine Frage. Wissen Sie, welcher Tag morgen ist? Der 1. Juni. Und, was ist das für ein Tag? Kindertag. Der internationale Kindertag. Der internationale Kindertag. Und, feierst du auch? Ja. Mensch, ist morgen Kindertag etwa? Wissen Sie, warum da gefeiert wird? Ja, damit alle Kinder in der Welt geehrt werden, die ja jeder lieb hat, ob sie Eltern sind oder die Großeltern und auch die Politiker müssen an die Kinder denken, dass denen immer gut geht. In wie vielen Ländern wird der Kindertag gefeiert? Naja, ein Schuss, so würde ich sagen 55. 55, ist das richtig? Nein. Sondern? Über 100. Oh. Über 100 Länder. Was wünschen Sie den Kindern zum Kindertag? Erstmal Gesundheit. Vor allem und dass es vielleicht auch in anderen Ländern weniger Armut geben würde. Na, viel Spaß und viel Freude. Wie jeden Tag eigentlich. Ja, Süßigkeiten, vielleicht etwas Geld. Viel Sonnenschein und dass alle Wünsche von den Kindern in Erfüllung gehen. Morgen ist Kindertag, was würden die den Kindern morgen zum Kindertag wünschen? Alles Gute natürlich. Dass es den Kindern gut geht, dass sie Spaß haben an dem Tag. Und?
Hey! Habt ihr alle ganz toll gemacht. So, wir haben eine Antwort gekriegt, also sagen wir. Dankeschön. So, wir haben alle unsere Antworten bekommen. Jetzt geht's für uns zurück in den Sender. So, und los, abklatschen. Schön. Michelle, ihr, eure Wettertruppe, ihr seid auch zurück. Wie war es bei euch? War, denke ich, ganz gut, oder? Ja! Ja, wir waren auf dem Spielplatz und es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön. So, und wir waren mit unserer Gruppe in der Stadt und haben die Leute gefragt, was sie den Kindern zum Kindertag wünschen. Jetzt frage ich euch einfach mal, was wünscht ihr euch denn? Dass wir manchmal ganz viel Spaß haben. Ja. Ich wünsche mir zwei Sachen. Von meiner Mama und von meinem Papa weiß ich schon, was für ein Geschenk ist. Ich wünsche mir von meiner Mama eine Spider-Man-Action-Figur und von meinem Papa eine 100er Star Wars-Karte. Ich wünsche zum Kindertag, dass alle meine Klasse glücklich am Kindertag wird. Alles tolle Wünsche. Wir zusammen wünschen den Kindern dann morgen natürlich alles Gute, ganz viel Freude. Definitiv. Und wir können auch nur das Beste wünschen. Das tun wir auch. Und zwar, wir wünschen allen Kindern ganz viel Spaß und viel Freude morgen am So, meine Damen und Herren, unsere Kinder haben Sie ja schon kennengelernt und vorhin schon gesehen. Die zweite Gruppe hat das Wetter für die kommenden Tage vorbereitet. Ob die besseres Wetter verkünden als wir gestandenen Moderatoren, sehen Sie selbst. Großen Besuch und zwar eine Grundschulklasse aus Werder und neben mir steht Jonas. Jonas, was machen wir heute? Den Wetterbericht. Und weil morgen Kindertag ist, wollen wir was ganz Besonderes von den Kindern wissen. Was wollen wir denn wissen, Jonas? Wie das Wetter wird. Und was die Kinder am Kindertag alles so machen. Und der Jonas geht jetzt als rasender Reporter hier auf dem Spielplatz rum und fragt seine Mitschüler. Stimmt's? Mhm. Na dann mal los. Was machst du am Kindertag? Spielen. Ich spiele Fußball, spiele Karten und dann spiele ich noch auf dem Spielplatz. Ich gehe zur Tagetour. Also draußen Fahrrad fahren und Kartenspiele machen. Was machst du? Ich mache am Kindertag mit meiner Mama Kuchen backen und spielen und so. Was machst du am Kindertag, wenn schlechtes Wetter ist? Nicht rausgehen. Was machst du drin? Also Spiele spielen. Was für Spiele? Lego. Gar nichts. Warum? Weil ich keine Lust habe auf nichts. Okay. So, Jonas, das waren jetzt ganz schön viele Antworten von deinen Mitschülern, was? Mhm. Weißt du denn, wie das Wetter am Wochenende wird? Ob sie drin oder draußen spielen können? Das weiß ich noch nicht. Naja, ob es gut oder schlecht wird, das sehen sie jetzt auf jeden Fall in den Wetteraussichten. Stimmt? Ja! Ja! Na, das war jetzt ganz schön leise. Ja! Schon besser. Es wird schlecht, es wird maximal 20 Grad und es regnet. Am Sonntag wird es schlecht und 13 Grad, 15 Grad maximal. Am Montag wird es eine Mischung aus Regen und ein bisschen Sonne geben und maximal 18 Grad.